Hallo, ihr lieben Reisefreundinnen und Reisefreunde, zu einem kurzen Kabinenreview. Wie schon auf meiner Kabine gesagt, beim Review werfen wir natürlich auch einen Blick in Norberts Außenkabine, Deck 8, Kabine 8063. Ja, und dann machen wir mal einen kurzen Rundumschwenk hier. Das ist ein Stückchen kleiner als die Balkonkabine. 12 Quadratmeter ungefähr von den Maßen her, etwa wie eine Innenkabine. Ja, das Ganze geht hier vorne los. Auch hier kommt die Karte normal rein. Die hat Norbert jetzt nicht gesteckt, sollte er mal tun, weil dann haben wir auch gleich im Bad ein bisschen Licht. Hier haben wir die Klimaanlage. Die ist irgendwie hier bei Norbert, zeigt er immer so ein Schlüsselsymbol an. Der kriegt die Temperatur noch nicht verstellt. Da müssen wir mal nachfragen. Ja, dann haben wir hier die Schranksituation gleich wie auf der Balkonkabine, auch mit dem kleinen Safe. Und der Rest ist auch das Gleiche. Auch die Bettsituation hier. Man kann das separieren zu zwei Einzelbetten, die dann allerdings, ja, ich finde die Betten, vielleicht wirkt das optisch nur so, ich finde, die sind nicht besonders breit. Aber, naja, das ist immer schwer zu sagen, ist das wirklich so? Ja, und dann haben wir hier das große Fenster. Und ich sag mal, das ist für eine Außenkabine schon wirklich attraktiv. Da kann man auch irgendwo landen, wo man nur so ein Bullauge hat. So ein großes Panoramafenster, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich so ein Fenster bekomme, dann hätte ich es vielleicht auch riskiert, nur eine Außenkabine zu buchen. Aber nun ja, sei es drum, ich habe jetzt hier den Balkon. Ja, bei Norbert auf dem Tisch sieht es so aus, wie es sonst bei mir eigentlich nur aussieht. Ja, hier hat er auch die üblichen Kunststoffgläser mit den Deckeln drauf. Fernseher ist auch etwas kleiner, das Modell, als auf der Balkon, aber sollte auch ausreichen, weil ich sag mal, man fährt ja nicht auf Kreuzfahrt, um den ganzen Tag in die Glotze zu gucken. Übrigens, was auf beiden Kabinen sehr vorteilhaft ist, auch auf der Balkonkabine habe ich euch gar nicht gezeigt beim anderen Review. Wir haben hier zwei Vorhänge und dieser dunkle Vorhang, der dunkelt wirklich extrem ab. Das ist oben auf der Balkonkabine genauso. Da hat man es wirklich dunkel, wenn man das will. Und gleichzeitig kann man aber auch alternativ den hier vorziehen oder den anderen nicht ganz. Wenn man sagt, ich will dann, wenn ich wach werde, vielleicht doch sehen, ob es draußen schon hell wird oder nicht, dann kann man das auch alternativ mit dem anderen Vorhang machen. Ja, dann haben wir natürlich zu guter Letzt auch hier ein Badezimmer bei der Kabine. So modern sind wir hier bei MSC. Und das ist im Wesentlichen gleich mit dem der Balkonkabine. Ich würde sogar sagen, das ist für mein Dafürhalten komplett gleich. Wahrscheinlich sind das komplette Einheiten, die für jede Kabine hier verbaut worden sind. Da fehlt es auch an nichts. Auch hier die Dusche mit der schönen Glastür, kein Vorhang mehr. Da gibt es auch nichts zu bemängeln. Auch hier haben wir die Situation mit den Schildern hier, also mit den Knöpfen, wo man einschalten kann, ob man die Kabine gereinigt haben möchte oder ob man lieber nicht gestört werden möchte. Und was man sieht, MSC bietet, obwohl sie immer noch im sehr günstigen Preissegment anbieten, bietet MSC einen abendlichen Turndown-Service. Die Kofferunterlagen sind jetzt weg, die Betten sind aufgedeckt und das Tagesprogramm für den nächsten Tag liegt auf dem Bett. Das finde ich eine tolle Sache, wie gesagt, insbesondere in der Preisklasse, wo wir bei MSC meistens spielen. Das haben die anderen alle, also Costa hat es mittlerweile ganz eingestellt, leider, obwohl wir Costa immer sehr geschätzt haben. Da haben die wirklich Federn gelassen. Und was man eben sagen muss, ich meine, klar, das Ganze ist hier ein neues Schiff. Aber man sieht, dass MSC seine Schiffe wirklich pflegt. Und ich kann das auch aus Erfahrung sagen. Ich bin neben
der Grandiosa, auch die Meraviglia gefahren, ich bin die Fantasia gefahren, die Splendida, die Harmonia, die eins der ältesten Schiffe in der Flotte ist. Und insgesamt war das immer so, dass die Schiffe, auch wenn sie schon älter waren, wirklich einen Top-Eindruck machten. Man sieht auch, es wird überall sauber gemacht. Auch wenn man hier durch die Gänge geht, man sieht überall die Sesselchen oder Sofas, dass die abgesaugt worden sind. Das kann man natürlich sehen, wenn der Flur so in eine Richtung dann steht. Da sieht man, das wird alles gepflegt und in Ordnung gehalten. Und das ist schon für den Preis, den man meistens zahlt. Klar, in der Saison wird es auch hier manchmal teurer, aber für das, was, wo man oft MSC verschießen kann, ist das schon ganz großes Kino, was hier geboten wird. Und ich denke, wenn ihr hier so eine Außenkabine bekommt auf Deck 8, hier auf der MSC Grandiosa, da kann man voll und ganz mit zufrieden sein, auch wenn die nicht riesig ist. Die hat natürlich jetzt hier auch keine dritte Bettmöglichkeit, eine reine Zwei-Bett-Kabine, aber für ein bis zwei Personen vollkommen ausreichend. Und da habt ihr ein tolles Urlaubsdomizil. Und ich hoffe, euch hat dieses Video auch weitergeholfen. Schaut auch nochmal oben in der Ecke in das Balkonkabinen-Video von mir rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Und ansonsten verfolgt einfach die anderen Tage, wo wir hier mit der Kreuzfahrt unterwegs sind und seht einfach, ob das auch mal was für euch wäre. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter mit dabei seid. Lasst ein Abo und ein Like da und bleibt gesund und bis bald.